Einen wunderschönen guten Abend, liebe Checker-Freunde. Willkommen zum neuen VW Polo 6. Generation Innenraumbeleuchtung bzw. Ambientebeleuchtung, wie immer. Fangen wir vorne an, in der Mitte. So, gehen wir mal runter. Und da sehen wir gleich, wir haben das Doppelkupplungsgetriebe mit dabei und da ist der Schalten auch sogar beleuchtet. Das finde ich cool. Links haben wir dann Parksensoren an, aus. Da gibt es dann noch den Parkassistentenknopf etc. Startknopf, Start, Stopp, aus. In dem Fall ist hier noch hier unten induktives Laden mit dabei. Das ist beleuchtet, kostet aber extra induktives Laden. Zwei Zonen Klimaautomatik kostet bei jeder Ausstattungsvariante extra. Mit dem Slide-System, wenn es gefällt. Sitzheizung haben wir in dem Fall mit dabei. Upstyle mit an Bord. Und die zwei USB-Typ-C hier unten, die sind serienmäßig mit an Bord, die brauchen wir nicht extra. Genau, die Ambientebeleuchtung, praktisch diese Linie hier, die gibt es ab der Variante Style. Wir haben Polo, Life, Style, Airline und GTI. Und ab Style ist die mit dabei. Und dann auch die Fußraumbeleuchtung, das sieht man jetzt nicht so viel, ich gehe mal runter. Relativ schwierig, ganz dezent. Ist das beleuchtet, das finde ich schön, nicht zu hell, aber das sieht man auf der Kamera ein bisschen schwierig. Rechte Seite, die Türgriffe, die Türmulden sind beleuchtet, das finde ich auch cool. Dann elektrische Fensterheber beleuchtet, dann diese schöne Linie, aber diese Farbe kann man nicht verändern, die ist immer weiß, aber das finde ich schön. Dann haben wir hier das Discover Media extra mit an Bord, 8 Zoll, 20,3 cm. Es gibt dann auch noch das Discover Pro, das hat dann 9, irgendwas Zoll, weiß nicht mehr genau. 23 cm Diagonale. Das erkennt man daran. Wir haben die zwei runde Regler hier und, das große Navi hat diese zwei runden Regler links und rechts nicht. Ja, das Band zieht sich bis zur Lenksäule. Dann kommen wir zum Lenkrad. Gucken wir mal, dass wir das ein bisschen scharf kriegen. Ah doch, das funktioniert. Jawohl. View-Verstellung. Das große digitale Tacho ist dann mit dabei. Ab der gewissen Ausstattungsvariante. Ansonsten haben wir das kleine digitale Tacho mit dabei. Alles drin, alles dran, was man braucht. Dann gehen wir links rüber. Elektrische Fensterheber, elektrische Spiegelverstellung, die Serie, Grundvariante. Dann hier die Türmulde, Lichtverstellung. Das Band zieht sich dann bis durch. Gehen wir nochmal in die Totale. Ich finde, es sieht schon eigentlich ganz nett aus. Kann man richtig gut lassen, finde ich. Das sieht schick, edel, aber nicht zu verspielt aus. Sehr schön. Dann gehen wir mal noch kurz nach hinten. Da haben wir dann ab der Live-Variante Typ C auch auf den hinteren Sitzen, das finde ich cool. Und hinten die elektrische Fensterheber, die Serie sind rechts und links hier beleuchtet. Dann haben wir oben noch unser SOS-Call, das ist ja Pflicht, das müssen wir haben. Und ansonsten schaut es eigentlich ganz nett aus. Ja, wirklich schön, entspannte Ambiente. Ja, leicht vielleicht etwas kühl für den einen oder anderen. Aber ich finde es eigentlich relativ harmonisch. Das war schon zum neuen Polo, damit ihr mal seht, wie der bei Nacht aussieht, ab einer gewissen Ausstattungsvariante, wie gesagt. Das war's, macht's gut, bis bald.